Hallo meine Lieben, passend zum Ramadan-Fest dachte ich mir, wäre es nicht schlecht, wenn ich euch mal wieder ein Baklava-Rezept zeige. Und diesmal habe ich so Mini-Baklava gemacht mit einer Walnuss-Zimt-Füllung. Und dieses Rezept gehört wirklich zu meinen liebsten Baklava-Rezepten. Es schmeckt unheimlich lecker, ihr solltet es unbedingt mal ausprobieren. Und es geht jetzt direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. So, wir brauchen erstmal einen Zuckersirup und wie ich den mache, das habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Das Video verlinke ich euch unten in die Infobox. Allerdings sind in dem Video keine Mengenangaben dazu gegeben, weil sich die Mengenangaben jedes Jahr ändern und die Mengenangaben dazu findet ihr jetzt unter diesem Video. Wir brauchen außerdem Jufka, aber wir brauchen einen Jufka, der speziell für Baklava gedacht ist, also Baklava-Look-Jufka. Außerdem brauchen wir gehackte Walnüsse. Hier habe ich gemahlene Löffelbiskuits. Stattdessen könnt ihr auch Zwieback nehmen. Ich empfehle euch das auch unbedingt in diesem Rezept. Das saugt später so richtig schön den Zuckersirup auf. Also einfach durch die Küchenmaschine geben oder mit einem Nudelholz klein machen. Außerdem habe ich hier noch etwas Zimt und geschmolzene Butter. Bei der Butter achtet darauf, dass ihr den Schaum beim Schmelzen wegnimmt und später die Milch, die sich darunter absetzt, nicht benutzt. Wir bereiten jetzt zunächst die Füllung zu und die Walnüsse sind wie gesagt schon gehackt. Dazu kommt jetzt die gemahlenen Löffelbiskuits kommen da jetzt rein und außerdem noch Zimt. Und alles wird verrührt. So, und los geht's jetzt mit der richtigen Zubereitung. Und dafür habe ich mir jetzt schon mal zwei Lagen Jufka hier drauf gelegt. Und da kommt etwas von der Butter drauf, nicht zu viel. Dann hier vorne etwas von der Füllung. Und nun wird das Ganze hier eingerollt. Die Backform eingefettet. Ich benutze einfach eine runde Auflaufform dafür. Ich hatte euch ja gesagt, dass ihr die am besten zweilagig macht, die Baklava. Macht sie vierlagig, dann werden sie stabiler und ihr habt dann auch später ein bisschen mehr vom Teig. Deswegen unbedingt vierlagig machen und der Teig, die Mengenangaben unten sind dann auch für die vierlagigen gedacht. So, und jetzt kommt der Rest der Butter hier drauf. Unser Baklava bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen und zwar so lange, bis das Ganze goldbraun wird. Das wird so um die 20 Minuten brauchen. Mein Baklava hat heute etwas länger gebraucht, warum auch immer, so um die 30 Minuten, 30, 35 Minuten. Und über das heiße Baklava kommt jetzt der lauwarme oder kalte Zuckersirup. Und
Und so sollte der Zuckersirup jetzt einmal richtig schön einziehen. Ich mache das am liebsten über Nacht, aber ich denke mal, dass so 3 Stunden auch schon ausreichend sein sollten. Der Zuckersirup hat sehr schön eingezogen und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen dekorieren. Ich mache das einfach mit ein bisschen gemahlenen Pistazien, einfach so darüber streuen. Das Baklava. Natürlich könnt ihr ein bisschen Eis dazu servieren. Vor allem an heißen Sommertagen eignet sich Eis wirklich perfekt dazu. Und falls ihr mein Rezept ausprobieren solltet, würde ich mich natürlich wie immer über eure Fotos freuen. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!